Ihretwegen erging es Mose übel, denn er redete unbedacht mit seinen Lippen. So weiß der Psalmist zu sagen und so lässt er uns beten zur Warnung. Und diese Warnung bezieht sich auf jene Episode, die wir eben hörten. Was ist die Krise des Mose? Er kann, er will dieses Volk nicht mehr tragen. Was ist mit diesem Volk los? Es ist ein merkwürdiges Volk übrigens. Es schreit nach Fleisch und träumt von Fischen. Was denn jetzt? Es hat schon Fleisch bis zum Essen bekommen. Reicht nicht. Es hat jeden Tag etwas zu essen. Manna ist nicht gut genug. Nein, es muss alles andere sein. Es muss irgendetwas daher zusammengeträumtes sein. Es ist nie das, was man hat. Es ist immer etwas anderes. Das ist los mit diesem Volk. Nun, liebe Schwestern und Brüder, wir sind natürlich über diese Krisen lange hinweg. Den Mose würden wir heute nach Münster-Schwarzach ins Rekollektio-Haus schicken, damit er sich ein bisschen erholt, so ein halbes Jahr, damit er sich wieder regeneriert, damit er sich entscheiden kann, ob er diesen Auftrag Gottes ausführt oder ob er vielleicht weggeht. Da würde seine Gemeinschaft, der Aaron, würde sicher was dazulegen, damit man das auch bezahlen kann. Und dann ist es so, wie es eben ist. Mose allerdings redete unbedacht mit seinen Lippen und ihretwegen erging es Mose übel. Mose versündigt sich hier gegen Gott. So menschlich verständlich das sein mag. Aber das eigentliche Übel liegt nicht bei Mose. Es liegt im Volk Gottes. Einem Volk, das in die Freiheit geführt wurde und sich alles Mögliche zusammenträumt, aber mit nichts zufrieden ist. Nicht mit der Freiheit, nicht mit dem, dass es im Hunger erhalten wird durch eine Speise, nicht mit dem, dass Wasser aus dem Felsen fliegt, mit nichts. Diese Wunschliste kann man ja heute fortsetzen. Ob das der Zölibat oder das Frauenpriestertum ist, egal. Das Volk Gottes träumt sich halt so seins zusammen. Und wenn das erfüllt ist, kommt der nächste Traum. Und die, die da unbedacht mit ihren Lippen reden, die eigentlich dazu bestellt sind, das Volk zu führen und es zu erziehen. Die Weihepräfationen sprechen davon, dass das Volk Gottes geheiligt und geleitet werden muss. Die versündigen sich, wenn sie unbedacht mit ihren Lippen reden. Wie aktuell ist Numeri 11 immer, in jeder Hinsicht, kirchenpolitisch, geistlich, in jeder Hinsicht. Man muss es nur verstehen wollen.